Ja, hi Leute, hier ist wieder euer Moverbärchen. Ich grüße euch ganz herzlich. Ein kleiner Regenwurm, macht ihr mal Gymnastik? Okay, Blödsinn. Wir sind wieder in einer Runde Folge Robokräften. Ich habe jetzt nichts an dem Panzer geändert, allerdings würde ich den mal gerne auf Tier 5 umbauen. Was haben wir denn in Tier 5 für Steinchen? Das sind die Pinken und ich fahre ja ab auf Pink. Man sieht's hier. Ja, die ist auch pink. Okay, wir könnten... Haben wir T5 Steinchen zufälligerweise hier rumliegen? Oh, wir... Haben wir keine T5? Was ist denn hier los? Wir könnten vielleicht sogar die Tier 6 nehmen und den Tier 5 rutschen. Das könnte man auch mal probieren. Leute, ich werde jetzt hier in der Folge wahrscheinlich mehr umbauen wahrscheinlich. Also, falls euch das nicht interessieren sollte, dann... Ja, dann könnt ihr vielleicht wegklicken oder so. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt auch ein bisschen zuschauen. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, dass das Ganze relativ schnell vonstatten geht. Wir werden hier ein bisschen bauen. Denn der Mofa ist ein kleiner Baum. Okay, wisst ihr was? Ich baue die jetzt einfach hier alle gleich. Mich stören hier meine Plasmas. 1, 2, 3. Dann probiere ich das jetzt hier noch. Oh, was habe ich jetzt weggebaut? War das mein Sitz? Waren die jetzt so rum oder andersrum? Jetzt habe ich es nicht gesehen. Und außerdem sind dahinter auch noch Steine. Und ich glaube, die waren so, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und die kommen dann hier so hin. Habe ich das jetzt richtig? Ja, natürlich. Okay. Ich probiere mich natürlich hier wirklich zu beeilen, Leute. Also hier keine Hektik, keine Hektik. Hier weg. Die drehen wir. Dann machen wir die alle gleich. Dann können wir die nämlich alle hier hinbauen. Ohne groß Zeit zu verschwenden und zu vergeuden. Hier und hier. Das gleiche machen wir hier vorne auch nochmal. Dann schauen wir mal, was das Ding so auf Tier 5 drückt. Vielleicht ist es ja auch noch ganz im Rahmen. Oh, durch die Steine kommen wir schon fast alleine in T4. Oder sind schon in T4, schon fast Ende T4. Wie habe ich das jetzt hingebaut, Leute? Jetzt muss ich mir kurz auf der anderen Seite anschauen. Ach, da muss ich auf diesen Steinchen hier gucken. So ist das richtig. Es ist ein bisschen kompliziert, wieder das Ganze umzubauen, denn die ganzen Dreiecken hier sind relativ tricky. Einmal so, einmal so, einmal so und einmal so. Wunderbärchen. Dann probieren wir das Ganze nochmal hier. Was heißt probieren? Wir machen das hier, das Ganze hier. Nein. Und so. Und dann hier nochmal. Unser Mofa ist ein kleiner Idiot. Nicht schubsen. Und hier, voilà, haben wir schon mal hier fast im Blau komplett. Dann sind wir Tier 6. Dann müssten wir aber, glaube ich, ja, mit den Tier 6 Kanonen wird es, glaube ich, schon mörderisch. Weil ich glaube, ich baue die hinteren Dinger jetzt auch nochmal auf die Schnelle weg. Sonst kommen wir, glaube ich, in ein zu hohes Tier, könnte ich mir vorstellen. Ich baue die jetzt hier mal alle weg. Oh, habe ich die jetzt... Ne, ist egal. Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier die Hälfte von dem Ding abreiße. Einmal so. So. Upp. Dann einmal drehen. Dann noch einmal drehen. Und noch einmal drehen. So, voilà. Dann sind wenigstens unsere Spitzlein oder unsere Bürstchen schon dran. Haben wir auch noch die... 6 Steinchen. In der Not müsste ich vielleicht sogar echt noch den Ding wegbauen. Das Radar und den Jammer, den baue ich jetzt auch erstmal auf die Schnelle weg. Und hier machen wir alles weg. Ich mache jetzt hier mal... Oh, die ganzen 3 Reihen weg. Irgendwas habe ich jetzt von oben weggebaut. Und deswegen baue ich immer meinen Panzer etwas höher, damit ich dann auch die Möglichkeit habe... Wie habe ich das jetzt hingebracht? Damit ich immer die Möglichkeit habe, hier so ein bisschen drunter zu gehen. Wo fehlt denn jetzt hier das Steinchen? Hier fehlt's. Ne, hier fehlt's nicht. Leute,
Ich habe mich verlaufen. Ist das ein Ganzer oder ist das ein Dreieck? Das ist ein Ganzer? Nee, das ist kein Ganzer. Kommt es so hin? Habe ich jetzt einen Fehler? Irgendwie ja. Und hier auch anscheinend. Achso, ich brauche hier erst die Steinchen, sonst kann ich hier überhaupt nichts bauen. So und so. So, ey, voilà. Und da ist es schon wieder. Ey, zwick dich durch die Lücke. Du alter Knallhoden. Dann bauen wir das hier alles mal auf die Schnelle hier hin. Ja, ich mache das immer gern kompliziert. Also nicht haten, bitte. Jetzt baue ich hier erstmal wieder ein paar Steinchen hin. Ups, okay, das ist nicht so schlimm. Okay, wir sind aber schon wirklich, also ich glaube nicht, dass es für Tier 5 Kanonen noch reichen wird, wahrscheinlich. Jetzt habe ich die ganze Kette natürlich gleich wieder weggebaut. Aber das solle keine Aktion sein. Die bauen wir einfach wieder hin. Kommt die so hin? Die überschneiden sich hier relativ knapp. Also gerade so, dass es noch funktioniert. Okay, wir haben ihn jetzt komplett in Tier 5 Steinchen, Tier 6, was waren es? Tier 6 Steinchen gebaut. Jetzt baue ich hier mal die Wummen runter. Jetzt nehme ich mir hier mal ein Steinchen, sonst habe ich immer diese riesen Panzerketten in der Hand. Und dann schaue ich mal, was ich hier für Waffen habe. Tier 6, Tier 5 hätte ich ein paar. Ey, wir würden da sogar relativ viel drauf bekommen. Ach, wir haben noch die Tier 3 Räder drauf. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Soll ich mir vielleicht ein paar T6 kaufen? Haben wir T6? Nee. Ich probiere es einfach mal. Ich kaufe mir jetzt einfach mal 6 Stück. Das ist zwar wieder bitter, aber was wollen wir machen? Tier 6 im Plasma Launcher. Nee, da kriegen wir auf jeden Fall ein paar drauf. Ey, da kriegen wir sogar eine ganze Menge drauf. Möchte ich schon fast sagen. Da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, das ist durch die Räder. Die möchte ich allerdings ein bisschen weiter vorne haben. Achso, ich habe gar keine mehr. Denn dann können wir auch ein bisschen nach unten schauen. Ob das jetzt so ein Fail ist? Nee, dann mache ich jetzt, nehme ich lieber eine von denen. Weil wenn ich jetzt hier so nach unten schießen möchte, dann funktioniert das mit denen nicht. Dann müssten die immer ein bisschen weiter vorne sein. Dann mache ich das jetzt so. Und die lasse ich hier einfach mal so stehen. Und dann knalle ich mir einfach noch eine kleine drauf. Eine T7. Würde es funktionieren? Oh nee, die ist wieder zu groß. Was hätten wir denn noch im Angelboot? Eine T5 können wir noch drauf bauen. Upp, dann können wir vielleicht sogar noch eine drauf bauen. Upp. Oh, da wären wir schon wieder Tier 6. Nee, okay, dann probieren wir es einfach mal so. Wir haben jetzt auf jeden Fall 2, 4, 6, 7 Plasmas drauf. Wir können es einfach mal probieren. Und dann sehen wir. Achso, ich habe keinen Sitz. Ich hoffe, der braucht keine Dinger. Keine CPU-Load. Nee, null Flops. Sehr schön. Et voilà. Könnte ich mir vielleicht noch ein Radar drauf bauen? Oder ein Jammer oder irgendwie sowas? Ein Radar. Ja, bei mir ist halt alles schräg. Würde funktionieren. Vielleicht noch ein Jammer. Halt, hier müssen wir hin. Sehr schön, würde auch funktionieren. Wunderbärchen. Das werden wir auf jeden Fall erstmal so lassen. Und dann werden wir einfach mal testen, ob das Ding fährt. Wie gesagt, wir haben jetzt noch zwar ein T5 Panzerung, allerdings Tier 3 Rädchen. Und da könnte es schon ein bisschen tricky, eng oder ja, was auch immer werden. Oh, es sind wirklich mega viele Plasmas unterwegs. Also ich denke mal, Plasma wird die beliebteste Kanone sein. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr am liebsten spielt oder was ihr am häufigsten spielt. Oder was ihr vielleicht auch überhaupt nicht spielen könnt oder welche Kanonen ihr hast. Würde mich mal interessieren, sollte ich schon fast mal so eine Umfrage machen. Also so vom Grundprinzip hätte ich jetzt mal gesagt, dass die Plasmas echt am beliebtesten sind. Und die SMGs wahrscheinlich auch sehr weit vorne. Aber schreibt es mir doch echt mal in die Kommentare. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob ihr welche Kanonen ihr am liebsten spielt und welche ihr überhaupt nicht spielen könnt oder welche ihr total hasst. Wupp. Okay, es hat schon wieder gehittet. Aber vielleicht bekomme ich den auch noch down. Er fliegt hier gerade so wirre. Wupp. Komm schon!
yes, das war ein mördergeiler Hit. Also Jungs, also manchmal muss man sich ja selbst auf die Schulter klopfen, aber das war ja gerade ein mördergeiler Hit. Hier ist eine Rail, die hat zweimal geschossen, dreimal geschossen. Er hat halt noch eine Plasma-Kanone da. Aber die Rail könnten wir eventuell down bekommen. Der hat weiße Steinchen, der hat bestimmt eine riesen Rail drauf. Oh, er ist aber Schrägstellung, er kann nicht gescheit schießen. Really? Ich habe gedacht, er hat mich jetzt genutzt. Ach komm schon, was ist denn mit dem Typ hier los? Ach komm schon, nein, Minecraft. Okay, das hätte was werden können. War jetzt ein blöder Gedanke, ich hätte vielleicht jetzt erst auf die Rail gehen sollen. Ich habe allerdings gedacht, dass die noch ein bisschen dauert zum Aufladen. Okay, 990, ey, im Hero-Bonus, ich habe jetzt aus Versehen weggedrückt. Okay, wir gehen jetzt nochmal in ein Battle, oder... Ich überlege gerade, könnte ich mir Schild... Ach so. Ja, das Problem mit den Schildern ist... Wobei, die Tier-3-Schilder brauchen doch wahrscheinlich nicht viel. Ich würde es jetzt mal gerne probieren, hier noch ein paar Orangene vielleicht reinzumachen. Die brauchen nicht ganz so viel CPU-Load. Und vielleicht noch Inventory. Nee, haben wir... Oder vielleicht haben wir sogar noch welche. Tier-3-Schilder haben wir nicht. Okay, dann gehen wir jetzt... Tier-3-Schilder kaufen. Einmal das. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert und dass die um diese Dinge hier rumpassen, dass sie mir wenigstens... Ihr seht schon, was für komplizierten Wege ich heute gehe. Dass die wenigstens so um die Ketten rumgehen. Nee, die mögen nicht so wirklich. Würden die mir wenigstens einen Schuss halten? Dann wäre mir ja schon eigentlich geholfen. Kriegen wir noch... Wir können jetzt mal probieren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt was taugt oder nicht. Aber wir testen das Ganze. Also probieren geht über studieren. Et voilà. Sieht jetzt aus wie eine Weintraube irgendwie. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal ins Battle und testen das Ganze jetzt nochmal. Bock auf T4-Platoon. Ich bin T5. Da wäre ich sogar fast mit dabei in T4-Platoon. The Magic Flying Pig. Oh mein Gott, hoffentlich hat er echt ein fliegendes Schweinchen. Wobei, es sieht ja mehr aus wie eine Grille, mein Fahrgerät. Leute, dieses Fahrzeug hier, wie viel... Er vergeudet eine ganze... mit seinem Flügel hier. Er vergeudet eine ganze... Er probiert zu fliegen. Er probiert echt zu fliegen mit den ultraschweren Ketten drauf. Und dann hat er halt noch sechs Ketten drauf. Okay, ich will mich hier über keine lustig machen. Könnte alles auch ihr sein. Und wie gesagt, probieren geht über studieren, man kann es ja mal testen. Auch wenn es gerade sehr unsinnig aussieht oder klingt oder ist. Oh, kommt hier schon wieder Content? Oh, hier kommt schon was. Hit, sehr schön. Hier oben. Oh, die Rail hat jetzt natürlich ordentlich gefischt. Und whoop. Ey, warum bleibt der jetzt auf einmal hier stehen? Schön runterfliegen. Oh, hier sind aber eine ganze Menge Leute. Okay, ich wurde... Ey, nicht drängeln! Oh mein Gott, was macht ihr denn? Ich habe drüber geschossen. Mir fehlt natürlich wieder ganz viel... Ey, was ist denn hier los? Ich werde hier rumgeschubst von dem Typen hinter mir. Okay, ich werde jetzt auf die Rail gehen. Ich probiere es jetzt auf jeden Fall mal. Komm schon! Fall runter! Oh yes! Aufladen! Muss das jetzt? Nein! Lass mich doch wenigstens den noch töten! Nein! Oh mein Gott, wie bitter ist das denn für Mofa? Das muss in die Geschichte, in die schlechte Geschichte des Jahres eingehen. Ich habe ein Duell gegen die Rail verloren. Oh mein Gott, Leute, das war jetzt ein bisschen bitter. Okay, hätte nicht sein sollen oder wollte nicht sein oder ja, wie auch immer. Ich habe auf die weißen Steinchen geschossen, in der Hoffnung, dass sein Sitz irgendwo darunter befestigt ist. Hat leider nichts gebracht. Okay, aber wir verdienen auf jeden Fall ein paar Tech-Points, da können wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was freischalten vielleicht. Wollte ich ja sowieso schon machen. Okay, ein Ründchen hätte ich jetzt gesagt, gehen wir jetzt noch drücken, da habe ich jetzt ein bisschen auf- oder umgebaut haben. Deswegen müssen wir heute ein bisschen länger Überstunden machen. Jetzt erst bemerkt. Connected to Chat Lobby German 0. Es gibt zurzeit, glaube ich, nur noch die Lobby 0.
Also die Lobbys wurden zusammengefügt. Die Deutschen hatten ja 3 Lobbys, glaube ich. Und mittlerweile gibt es immer nur 0 oder eine. Die Lobby 0 eben. Ihr wisst, was ich meine. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben hier Medic. Medic? Auf Tier 3? Gibt es die Nano-Destruktors? Das sollte ich mal in der nächsten Runde schauen. An den halte ich mich jetzt auf jeden Fall mal. Und der sollte vielleicht nicht ganz so vorpushen. Oh, ich hoffe, ihr konntet es jetzt nicht hören. Bei uns fährt hier Feuerwehr und Krankenwagen und so vorbei. Oh, schade, schade, schade. Ey, das war mördereng. Aber das machen unsere Rails, denke ich mal. Hier ist noch ein Flugobjekt. Oh, er fliegt gegen die Mauer. Rail. Rail. Oh, schön einberechnet, aber allerdings schlecht getroffen. Okay, Leute, ich werde hier gerade nicht gehittet. Wahrscheinlich nur aus... Ey, Typ, dräng mich doch nicht ab. Was machst denn du, du Eierkopf? Ja, zum Glück hat sie ihn jetzt getroffen. Okay, der Hit, der Hit. Der hittet nicht. Ich will fokussieren. Komm schon, noch ein bisschen höher. Auf mich schießen ganz viele Rails gerade. Ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Komm schon. Lass mich leben. Leute, ich will den down kriegen. Nein, oh mein Gott, scheiße. Okay, habe ich nicht gesagt jetzt. Okay, und mich hat sogar die Plasma hier genatzt. Okay, wollen wir mal nicht sauer sein. War bis jetzt eigentlich nur Fail die ganze Folge über irgendwie. Okay, wir haben in der ganzen Folge bestimmt, glaube ich, so 4000 RPs verdient. Okay, liebe Leute, dann war es ja schon wieder von der Folge Robocraft Nummer, Folge Mittwoch, Donnerstag? Mittwoch, glaube ich. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie immer, falls es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Falls ihr mich unterstützen wollt und ihr wollt, dass der Channel ein bisschen wächst, dann abonniert mich gerne. Ja, bis dahin, macht's gut, Leute, euer Mofa-Bärchen. Ciao, ciao.